Herzlich willkommen zu einem neuen Videoausschussreport vom Digitalausschuss im Bundestag am 27. Januar 2021. Heute hatten wir zwei Gäste. Zum einen die Staatsministerin Monika Grütters im Kanzleramt, zuständig für die Themen Kultur und Medien. Und Armin Schuster war da, der ist Präsident der Bundesbehörde, die für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zuständig ist. Monika Grütters erzählte uns von den vielfältigen Digitalisierungsvorhaben, die es im Bereich Kultur und Medien gibt. Da haben wir natürlich einerseits die aktuelle Soforthilfe wegen der Corona-Pandemie, die ja sehr, sehr viele Kulturschaffende sehr stark betrifft. Wir haben aber auch seit vielen Jahren laufende Flagship-Projekte, zum Beispiel die Deutsche Digitale Bibliothek. Dort sind schon ungefähr 35 Millionen Kulturgüter zugänglich. Und man kann dort über die Website Deutsche Digitale Bibliothek im Prinzip jeden Tag mehr davon erleben. 4.500 Institutionen beteiligen sich bereits daran, um das kulturelle und wissenschaftliche Erbe Deutschlands für alle online verfügbar zu machen. Ein neues Projekt, das auch von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien unterstützt wird, ist Museum 4.0. Hinter Museum 4.0 verbergen sich eine Vielzahl interessanter Projekte von 17 verschiedenen Museen und kulturellen Einrichtungen, die ganz abgefahrene Sachen anbieten. Zum Beispiel wird da gerade gearbeitet an einer Virtual Reality, wo man im Prinzip als Museumsbesucher die Mondlandung persönlich nachvollziehen kann. Möglich ist das, weil die NASA alle Videos und Aufnahmen gemeinfrei gestellt hat und die dafür benutzt werden können, so eine virtuelle Umgebung aufzubauen. Das Senckenberg-Museum in Görlitz, das hat sich was anderes Cooles ausgedacht. Da kann man sich 200-fach verkleinern und in der Größe einer kleinen Kellerassel unterwegs sein im Waldboden und kann sich angucken, was da so an Getier unterwegs ist. Fand ich eine mega coole Idee. Ist eine ganz andere Art und Weise, zum Beispiel Natur und Umwelt selber zu erleben. Gefördert werden auch Projekte künstlicher Intelligenz, die vor allem dazu genutzt werden, die Erschließung von großen Beständen zu erleichtern. Es ist ja gar nicht so einfach, einmal Objekte zu beschreiben, sie durchsuchbar zu machen, die riesigen Datenbanken, die in Archiven vorliegen. Dafür kann künstliche Intelligenz wahrscheinlich einen sehr großen Beitrag leisten. Was wir in dem Zusammenhang mit Monika Grütters aber auch diskutiert haben, ohne jetzt die perfekte Antwort darauf gefunden zu haben, war die große Frage, wie macht man eigentlich digital gespeicherte Dinge langfristig zugänglich? Das ist nämlich keine triviale Frage. Heute können wir noch Tontafeln aus Mesopotamien ohne Probleme angucken. Disketten, da haben jetzt die meisten Menschen schon ein Problem damit. Die Beauftragte ist aber nicht nur zuständig für Kultur, sondern auch für Medien. Und da gab es auch interessante Projekte, die sie uns kurz vorgestellt hat. Unter anderem eine Studie, die bei der Stiftung Neue Verantwortung in Auftrag gegeben worden ist, zur Nachrichtenkompetenz von Jugendlichen. Also wie gut sind die in der Lage, sogenannte Fake News oder Desinformationen zu erkennen, Nachrichten auf ihren wahrscheinlichen Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Besonders aktuell ist das Neustart-Kulturprogramm, um Kulturschaffenden in der aktuellen Corona-Krise beizustehen. 1 Milliarde Euro stand da zur Verfügung und anders als bei ganz vielen anderen sogenannten Soforthilfenprogrammen, ich erinnere nochmal, wie wir über digitale Bildung gesprochen haben, ist es hier offensichtlich kein Problem, die Gelder auch an den Mann oder an die Frau zu bringen. Von der 1 Milliarde, die erst im Herbst zur Verfügung stand, sind 900 Millionen bereits zugesagt, also konkreten Projekten zugeteilt. 150 Millionen sind explizit für digitale Projekte, aber auch die anderen Projekte enthalten zum Teil erhebliche digitale Anteile. Zum Beispiel die Art Cologne wird digital zugänglich sein, die Berlinale in Berlin wird eine digitale Plattform dafür aufbauen oder hat sie, glaube ich, inzwischen schon. Die Frankfurter Buchmesse kann mit diesen Mitteln sich digital aufstellen und auch Archive werden digitale Besuchsmöglichkeiten auf diese Art und Weise aufbauen. Dass die Gelder so schnell abgeflossen sind, hat offensichtlich nach der Erklärung von Monika Grütters ganz viel damit zu tun, dass man mit den Betroffenen sich selber zusammengesetzt hat, vorher mit denen gemeinsam Programme entwickelt hat, damit sie auch nicht am Markt vorbeigehen.
Ich erinnere nur an die sogenannten Novemberhilfen, die bei fast niemandem ankamen, weil sie einfach an den Betroffenen vorbeidesignt worden sind. Das ist hier erfreulicherweise anders. 10 Millionen dieser Gelder waren für das Projekt Wissenswandel vorgesehen. Eines der erfolgreichsten Projekte überhaupt und leider mehrfach überzeichnet. Deshalb wird gerade versucht, da eine Neuauflage zu machen und mehr Gelder zur Verfügung zu stehen. Das geht an Bibliotheken, unabhängig davon, ob sie in kirchlicher, freier oder kommunaler Trägerschaft sind. Die müssen ja auch im Moment schließen und haben da Existenzprobleme und können mit diesen Mitteln digitale Besuchs- oder Ausleihmöglichkeiten aufbauen. Zu unserem zweiten Thema. Armin Schuster von der Behörde für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe war hauptsächlich eingeladen, um über die NINA-Warn-App mit uns zu reden, vor allem aber über das große Desaster vom letzten September, wo ihr euch vielleicht daran erinnert, dass es einen nationalen Warntag geben sollte, wo alle über diese NINA-App so eine Warnung erhalten, und irgendwie ging das total in die Hose. Mehr als eine halbe Stunde verspätet kamen die Warnungen an, manche kamen überhaupt nicht an, ganz viel ging schief und deswegen saß auch Armin Schuster vor uns. Der Vorgänger wurde deshalb nämlich entlassen. Armin Schuster ist erst seit 75 Tagen im Amt. Wir haben natürlich gefragt, was ging denn da schief, woran lag denn das? Ursachen gab es offensichtlich viele. Ich würde mal sagen, als IT-Expertin ist eine der Hauptursache, dass er uns gestand, dass es niemals in einer realen Testumgebung getestet worden ist. Die Testumgebung wird jetzt erst aufgebaut. Und das soll noch bis Ende des Jahres dauern und übrigens 1,5 Millionen Euro kosten. Der nächste Warntag ist aber schon im September 2021, bevor diese Testumgebung fertig ist. Wir dürfen gespannt sein. Aber ein paar Probleme hat man jetzt schon ausgeräumt. Und zwar lag es unter anderem daran, dass man zwischen Bund und Ländern vereinbart hatte, dass auf den entscheidenden Knopf im entscheidenden Moment der Bund drückt, nämlich das Bundesamt, und dann die Nachrichten sich an alle Leute verteilen, mit Hilfe von Google und Apple, die ja quasi das an die Telefone zustellen. Es war vereinbart, dass die Länder mit ihren Pi mal Daumen 300 Rettungsleitstellen, die auch so einen Knopf drücken können, ihre Finger stillhalten und nicht auf den Knopf drücken. Und das haben leider nicht alle gemacht. Die haben trotzdem auf den Knopf gedrückt und da kamen ganz viele parallele Meldungen. Und es gab keine Vorfahrtsstraße für die Meldungen vom Bund. Das heißt, die NINA-Bund-Meldungen haben sich hinten in die Schlange angestellt. Und dann kam dann noch erschwerend dazu, dass Google und Apple gedacht haben, huch, das ist ja so eine Art Denial-of-Service-Attacke. Da kommen ja so viele Meldungen gleichzeitig. Drosseln wir mal ein bisschen die Geschwindigkeit, damit die nicht so schnell da durchgehen. Ist vielleicht besser so. Auch eine ganz schlechte Idee, wenn das eine Katastrophenwarnung sein soll. Da muss man mit denen also reden, mit den Telekom-Providern reden. Und natürlich müssen die Länder darauf achten, sowas nicht zu tun. Und es muss die Vorfahrtsstraße für Warnungen vom Bund geben. Was man deutlich erkennen konnte, ist, dass Armin Schuster sehr stolz war auf die NINA-App und ehrlich gesagt, doch zu Recht. 8,7 Millionen Nutzer hat die App schon und es werden offenbar jeden Tag mehr. Und erst seit diesem Ausschuss, leider, habe ich mitbekommen, dass diese NINA-Warn-App auch super gute Covid-19-Informationen, und zwar bezogen auf meinen eigenen Landkreis, zur Verfügung stellt. In 8 Sprachen. Das habe ich bei der Corona-Warn-App nicht gefunden. Ich habe es auch sonst nirgendwo gefunden. Da kann ich genau sehen, wie sind die Inzidenzzahlen in meinem eigenen Landkreis. Was für Warnstufen gibt es? Ich kann sogar die Regeln alle sehen. Was darf ich nicht, wo darf ich hin? Was muss ich wie machen, wenn dieses oder jenes passiert? Das ist wirklich eine gute Quelle und sowas wird natürlich dazu beitragen, dass die Akzeptanz einer solchen App steigt. Wie man die Bevölkerung in einem Katastrophenfall warnt, ist natürlich gar keine so leichte Herausforderung. Es hat ja auch gar nicht jeder ein Handy dabei oder die NINA-Warn-App installiert und trotzdem muss man ja die Informationen bekommen. Früher war das überall über Sirenen. Seit dem Ende des Kalten Krieges ist die Sirenenverantwortung vom Bund aber auf die Länder und damit auf die Kommunen übergesiedelt. Und so kommt es, dass einerseits ganz viele Kommunen gar keine Sirenen mehr haben. Was aber, dass die Bundesbehörde für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nicht weiß, hat mich total geschockt, wo es überhaupt Sirenen gibt. Diese Daten fließen nicht von den Ländern an den Bund. Was zur Hölle? Auch da sieht man, wie wichtig Open Data wäre, weil dann könnte der Bund ganz leicht auf diese Daten zugreifen. Man würde sofort sehen, wo gibt es blinde Flecken, weil da gibt es nicht mal eine Sirene. Und dann könnte man im nächsten Schritt auch gucken,
wo hat man über andere Warnmaßnahmen bestimmte Gegenden abgedeckt. Zum Beispiel diskutiert man das sogenannte Cell Broadcast. In vielen Ländern gibt es das schon, in Deutschland noch nicht. Der Vorgänger fand das offenbar nicht so cool. Mein Eindruck war, Armin Schuster kann sich gut damit anfreunden und aktuell gibt es beim BMWI und bei der Bundesnetzagentur eine Untersuchung des Cell Broadcast Systems, ob das eine sinnvolle Ergänzung zur Bevölkerungswarnung wäre. Von Seiten der Europäischen Union sind wir allerdings verpflichtet, bis zum Juni 2022 ein System zu installieren, das wahrscheinlich am ehesten Cell Broadcast ist, um die gesamte Bevölkerung im Katastrophenfall zu warnen. Ich habe gefragt, kann man das denn bis dahin noch schaffen? Da schien er mir eher pessimistisch. Wird von allen möglichen Dingen abhängen, unter anderem davon, ob man die Finanzen klarkriegt. Denn die Telekom-Unternehmen behaupten, sie brauchen 20 Millionen einmalig, um das System zu installieren. Sie haben das im Moment nicht. Und nochmal 10 Millionen pro Jahr, um das laufen zu haben. Mir erscheint das ehrlich gesagt zu viel. Vielleicht rechnen sie sich das auch gerade hoch. Ich hatte euch vorher auf Twitter gefragt, ob ihr noch Fragen habt für Armin Schuster. Und eine der Fragen, die ihr mir gestellt habt, war, wann kommt das denn als Open Source? Und wann kann man das auch erhalten über den F-Droid Store, mit dem man sich Apps runterladen kann, Google-frei, also ohne den Google Play Store? Die Antwort war, man hat den Quellcode schon, aber er enthält Bestandteile, die man aus rechtlichen Gründen nicht verwenden darf. Die muss man also neu programmieren. Und aktuell ist gerade ein Vertrag ausgelaufen, wird neu vergeben. Und der neue Dienstleister, der das dann übernimmt, der soll den Auftrag bekommen, diese Codeschnipselchen neu zu schreiben. Und fertig sein wird es dann wahrscheinlich im zweiten Halbjahr diesen Jahres oder eventuell im ersten Halbjahr nächsten Jahres. Dann kann man es auch im F-Droid beziehen auf sein Google-freies Handy. Aber Push-Nachrichten kann man ohne Google nach Aussage von Armin Schuster nicht bekommen. Gefragt habt ihr auch danach, wie ist denn die Absicherung, wenn zum Beispiel ein großflächiger Stromausfall dazu führt, dass Mobilfunk gar nicht funktioniert? Da war die Antwort, leider, ich habe ja nur 3 Minuten zum Fragen und für die Antworten, nur sehr kurz. Ja, man befasst sich damit und er schien ein bisschen stolz zu sagen, jetzt nimmt man die Risikoanalysen auf Bundesebene, also bei der Bundesregierung, auch ernster als vorher. Und dann hat er uns noch eingeladen, sich das mal anzugucken dort, was man da macht. Das fände ich eine richtig gute Idee. Reisen geht jetzt nicht, aber irgendwann ist dieses Covid auch vorbei. Wir sind alle geimpft und dann fahre ich da mal hin und gucke mir an, wie die arbeiten. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt wieder was Interessantes aus dem Maschinenraum des Bundestags erfahren. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Abonniert gerne meinen Kanal, empfehlt ihn weiter, drückt auf dieses kleine Glöckchen, dann kriegt ihr auch eine Info, wenn der nächste Beitrag online ist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.